Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Factorio hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe die UI mal etwas hochskaliert. Ich hoffe, dass euch das gefällt, damit ihr da vielleicht ein bisschen mehr seht von dem, was ich hier mache. Alt-Taste drücken und man sieht, wo was drin liegt. Jetzt wollte ich mir hier irgendwo einen Ofen suchen, hinstellen. Haben wir hier irgendwo in irgendeiner Kiste einen? Wahrscheinlich schon. Moment, ich könnte mir sogar vorstellen, in welcher Kiste. Aber in der Kiste hier, da schlummert bestimmt ein Ofen rum. Und da haben wir auch MK2 Washing Plants. Naja. Also bitteschön, ne? Was? Inline-Tanks haben wir auch noch. Ein Flair. Hier ist ja alles drin, was man gar nicht so braucht. Das ist ja richtig toll. So. Muss ich mir erstmal hier selber zurechtfinden. Die Turrets lege ich erstmal raus. Obwohl ich die eigentlich da oben gebrauchen könnte. Hier die Munition kann ich auch noch rauslegen. Das kann ich rauslegen. Stahlkugeln, das kann man ja erstmal lassen. Nee. Nee, das ist zu weit ab vom Schuss, das kriege ich, das finde ich nie wieder im Leben. So, Ore Sorting Facility können wir natürlich dann noch machen. Dann gehen wir erstmal das hier noch weg. Das brauchen wir gleich. Das brauchen wir auch. Gut. Gut, dann können wir ja das mit den Washing Plants unten hier durchaus machen. Dann werden wir das nämlich jetzt als erstes erstmal angehen, dass wir da unten die Washing Plants ausstellen, die uns dann noch ein bisschen mehr. Habe ich jetzt so eine Pumpe eigentlich noch? War da so eine Pumpe drinne? Meine Damen, meine Herren, wir sehen ihn wieder total verwirrt. So, ist da so eine Pumpe drinne? Da sind zwei so eine Pumpen drinne. Eigentlich wollte ich einen Ofen haben daraus. Moment. Einen Ofen wollte ich auch haben davon. So. Und hier so eine Pumpe brauche ich auch eine. So. Und dann gehen wir erstmal hier rüber und sagen mit dem Ofen, da kannst du jetzt mal ganz gerne Glück haben hier. Und zwar machen wir mal. Hier stehen zwei Kisten nebeneinander, dann nehmen wir einfach mal so. Dann machen wir hier den Strommast hin, zack. Dann haben wir hier einen, wo ist der Ofen hin? Da ist der Ofen hin. Einen. Oh. Einen Ofen. Bitte. Rein, raus. Das kommt da rein. Ja, und dann brauchen wir noch ein bisschen Brennstoff. So. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. So, dann wird nämlich hier schön wunderbar der reingebacken. Gut. Wir bauen uns jetzt aber erstmal unten das ein bisschen so auf, dass wir da alles hinbekommen und natürlich noch ein bisschen mehr Schwefel uns produzieren können. Und zur Not kann man ja einfach hier das hinstellen, das machen und den Rest alles einfach voiden. Nur um an den Schilfe zu kommen. Weil man davon jetzt solchen braucht. Weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist, aber ich glaube eher weniger, aber naja. Gibt immer so Sachen. Die kann man machen, muss man aber nicht. Gut. Also, wir brauchen auf jeden Fall Washing Plant, Washing Plant. Das ist 13 Stück haben wir. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eins, was uns. Kann ich die mal ganz kurz wegpacken, danke. Das hier herstellt. So. Das drehen wir uns mal so rum hin. Und da machen wir dann hier das Teil erstmal da dran. Und sagen, das kommt da rein. Hier kommt denn das ran. Wir brauchen eine standardmäßige Pumpe, die haben wir natürlich nicht auf Tasche. Wo ist sie denn jetzt hingekommen? Oh, das ist ja richtig schön mit den großen. Ich habe endlich die Stelle gefunden, wo ich es größer stellen kann. Es tut mir echt leid, dass es das so lange gedauert hat. Aber hier muss ich mich jetzt nicht mehr ganz so sehr anstrengen, hier um überhaupt was zu erkennen. Ist ja in meinem Alter auch nicht mehr so einfach, ne? So, mit die Augen, das Ding. So, dann haben wir da auch Wasser dran. Und dann können wir hier auf der Stelle, ich glaube, das leiten wir einfach hier hoch und dann irgendwo mit hier rein, ne? Weil, genau. Das werden wir jetzt einfach hier, hups. Dann gehen wir hier hoch. Okay, da gehen wir hoch.
mich anders entschieden. So, dann gehen wir da ran. Und verrohren wir das hier so. So, dann ist das hier verrohrt. Und alles schicki. So, dann läuft das schon mal rein und dann kommt das hier raus. So, da kommt dann noch Matra raus. Den müssen wir dann noch gesondert abtransportieren, aber das kriegen wir dann auch noch hin. So, dann brauchen wir ein weiteres Washing Plant. Wo wir dann den nächsten, warte mal, die Dinger werde ich mal wegstellen hier. Die Stück. Nehmen wir die Washing Plants hier runter. Sind das die richtigen? Nein, das waren natürlich genau die falschen. Die brauche ich hier unten. So. Gut, du machst dann das. So, dann müssen wir mal gucken. Was brauche ich eigentlich, wenn ich. So, dann brauche ich das hier unten rein, genau. So. Und standardmäßig Wasser brauche ich da rein. So, und dann kommt das hier zweimal raus. Das soll uns aber nicht weiter stören. So, dann brauchen wir nämlich ein weiteres Washing Plant. Ich glaube, das können wir hier schon parallel dazu stellen. Was uns dann aus Concentrate Mud Water. Hier ist Concentrate Mud Water, ja. Clay herstellt. So, dazu brauchst du Wasser und Concentrate Mud Water. Momentchen, bitte. Ohne Moment. Nee, ich bin unschlüssig. Doch. Mach mal so. Du machst hier das. Und dann kriegst du, genau, von da erstmal den Anschluss. So. Und dann müssen wir natürlich hier noch Wasser rüberlegen. Da können wir jetzt einfach mal sagen, wir ziehen von hier eine Leitung hier rüber. So, die dann hier hoch geht. Und dann ist die Leitung, da haben wir keine Leitung mehr. Ich gucke mal 8 Kupferleitungen noch, so. Und da die Rohre ja keinen Unterschied mehr machen, ist das auch völlig egal. So, die intelligenten Knickarme, die kann ich eigentlich auch irgendwo reinlegen. Ich glaube, die brauche ich so schnell auch nicht wieder. So, gut, dann haben wir das. Das heißt, hier kommt nochmal Matt raus und dann kommt da nochmal ein anderes Wasser raus. Das müssen wir natürlich dann auch nochmal verarbeiten. Ja, wir können das ruhig hier hinten da auf der Seite hochziehen, das ist kein Thema. So, das müssen wir hier weiterverarbeiten. Und zwar müssen wir hier draus dann das machen. Welches ist denn das? Worum es geht? So, dann geht das bis dahin. Und das geht erstmal bis dahin. So, und dann bauen wir hier parallel den hin, der uns dann Light Mud Water, Thin Mud Water, was haben wir jetzt? Wir müssen Light Mud Water haben, also kriegen wir hier Limestone dann raus. Gehen wir so hin. Und dann müssen wir doch unterirdische Rohre kaufen gehen. Ja, kein Problem. Wir laufen hier mal drauf hoch. Und da sehen wir, wie schön das geht hier und die ganzen Geoden gar nicht mehr abtransportiert werden. Weil wir nicht genügend. Was denn eigentlich? Haben wir schon wieder nicht genügend mineralisiertes Wasser? Doch, haben wir. Ist hier hinten schon voll? Und du hast das auch nicht voll. Was ist denn euer Problem? Ach, zu wenig Sulfuric Acid. Das ist jetzt ja echt so zusammengebrochen hier, die Produktion. Eigentlich müssten doch alle drei wieder produzieren. Das müsste doch eigentlich sich denn hier einnivellieren, oder? Oder ist irgendwie Pure Fat Water auch genug da? Du jetzt zu viel raus? Kann mir gar nicht vorstellen hier eigentlich. Oh, da haben wir schon über 800 Batterien. Sehr schön. Na gut. Dann müssen wir dann wahrscheinlich auch nochmal da dran, denn um noch mehr Schwefel herzustellen. Ich wollte Rohre holen, so. Das ist jetzt mein primäres Ziel. Ich will erstmal Rohre holen. So, da drauf laufen. So, hier rüber, da rum, dahin, daher. Ja. Einmal unterirdisch. Und noch einmal für unten für den Stack da. Und dann machen wir noch
Einmal hier von so. Genau, was wir brauchen. Achso, warte mal. Platz haben wir nicht viel, aber das können wir trotzdem mal noch mal einmal Eisen rüberschmeißen hier. Guck mal her. Ist der hergekommen? Auch 2800? Das ist gar nicht mehr so wenig. Das ist gar nicht mehr so wenig. So. Zwei Stacks behalten wir. Und lassen hier erstmal noch ein bisschen Stahl kochen. Naja, ein bisschen was ist ja schon bei rumgekommen. Achso, warte mal. Das können wir eigentlich. Können wir gleich mal hier in die Solarpanel-Fabrik reinwerfen. So. 190 Solar. Wie viele Solarpanels habe ich? Hoppala, na gut. Okay, also da gucken wir dann kurz, also da gucken wir in Minute 20 hin und dann werden wir die ganzen Solarpanels noch aufstellen. Wenn wir dann noch 190 dazu kriegen, kriegen wir ja 10% mehr Leistung, also das ist schon gut. Das ist schon nicht gut. Ich habe ja auch noch ein paar Dings hier. Da könnte ich eigentlich, da könnte ich jetzt eigentlich mal die Batterien aufnehmen. Dann reicht meine Eisenplatte wahrscheinlich gar nicht aus. Und dann könnte ich hier. Ach, verdammt, dann habe ich ein Eisenplattenproblem. Ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich jetzt. Ich wollte jetzt nebenbei hier aus den Batterien. Und mal die machen. Naja, 142 Eisenplatten haben wir noch. Damit wir die dann auch gleich aufstellen können. Damit wir dann wirklich irgendwann mal, vielleicht früher oder später, also eher später als früher, aber dahin kommen, dass wir noch mehr Dings produzieren. So. Gut, also hier dann das Wasser rüber. Und dann haben wir ja hier die unterirdischen Rohre. So in die Richtung. Gut. Dann brauchen wir nochmal den hier. So. Und so. Warum? So, dann brauchen wir dann hier Wasser. Wir brauchen das Wasser hier. Und wir brauchen. Nein. Wasser. Und wir brauchen den Übergang hier. So. Das Ganze macht unseren Sand aus Finn-Mud-Water. So, und dieses Finn-Mud-Water, was machen wir da draus? Da machen wir es. Warte, das gibt mir das einfach weg. Warte mal, wenn ich jetzt weitermache mit dem nächsten. Aus Finnmat Water kann ich Salinen Water machen. Wenn du dieses Material. Nee. Salinen Water kann ich nur aus dem Urmaterial machen und dann. Nee, doch. Finnmat Water wird zu Salinen Water und einmal Dings. Na gut, da kriege ich nochmal einmal Matt raus. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Kann man vielleicht gebrauchen. So. Gut, wir müssen den aber erstmal drehen. Dass der denn da hinpasst, wo er hinpassen soll. So, da kommt das normale Wasser rein. Da kommt der Anschluss ran, der Anschluss ran, der Anschluss ran. Wunderbar. Und dann nehmen wir das mal hier rüber. In die Richtung. Und bauen den dann hier hin. So, und machen hier nochmal das draus. Und drehen das Ganze so rum. So. Und der Salin-Border, das werden wir jetzt einfach voiden und dann ist gut. Haben wir denn noch so einen Reuter hier in der Tasche? Nee, ne? Hat nicht. Warte mal, Flüssigkeitsbehandlung? Nee. Da? Nee. Hier? Ja. So. Dann machen wir, lassen wir uns da mal schnell einen machen von. Weil das Salin-Border, das werden wir dann einfach wegkippen und dann ist gut. Also ich meine, ich weiß gar nicht. Habe ich da überhaupt, da gar nicht theoretisch, könnte ich das natürlich auch anrohren hier irgendwo, ne? Dann müsste ich das hier irgendwie hier hochbringen. Also der Platz ist echt verschenkt, ne? Aber wir werden hier mit dem ganzen Krempel noch einmal ein bisschen hier ranziehen. Dass wir hier bloß so drei so Reihen haben, die wir dann hier drin haben. Und dann werden wir mit dem ganzen Krempel und damit wir dann hier noch ein paar von den Dingern. Ach so. Ja, jetzt habe ich genau das hier da unten reingebaut. Ach Mensch. Warum tust du denn so? Naja, das ist hier auch drin. Nee, ach, das bleibt da erstmal so stehen. Vielleicht drucken wir einfach mit dem Zeug dann noch zwei Reihen hier weiter vor. Keine Ahnung. Ich bin mir noch nicht sicher. So. So, dann machen wir erstmal hier die ganzen Verbindungsrohre dran. Die wir noch brauchen. Ach, da unten brauchen wir eins. Hier. Klick. Und da brauchen wir. Ah ja, hier brauchen wir noch ein. So. Unterirdisch. So.
Gut, dann geht das hier bis hoch, bis dahin. Hier, dann machen wir das hier nochmal da dran. Lass wir das noch drehen hier, alles klar. So. Dann machen wir das hier noch dran. So, und dann. Wo ist unser Voider? Void. Achso. Wir machen gerade noch davon. Okay. Wunder mich, warum der nicht kommt, aber stimmt, wir sind ja noch fleißig am Akkumulatoren bauen nebenbei. So, dann haben wir den Boiler hier und den setzen wir einfach mal hier dran und dann kann der tun und lassen, wozu er da ist. Warte, das sind die kleinen, ne? Naja, gut, egal, der reicht hier hin. Kann ich die anderen machen? Strommasten? Ne, kann ich gerade nicht. Nee, nicht so viele. Ein paar Stück reichen. So, das wieder aus, dann hier an, dann das wieder an, so. Gut, Strom hier dran. So, Strom hier dran, da Strom dran und da Strom dran. So, gut. Jetzt müssen wir nur noch tausende von Kisten hier dazwischen bauen, die wir denn, wo das alles das Zeug erstmal ablagert, beziehungsweise eigentlich auf Förderbänder legt und dann da draus Infills macht. So, machen wir hier jetzt eine Fabrik hin. Die kriegt den glorreichen Auftrag. Wie sieht's aus hier? Wo sind die Dinger? Da. Infills zu machen. Und das ab in Uppsala. Naja, wir kriegen das schon hin, dass es da steht, wo es hinstehen soll. In die Kiste kommt. So. Und da fördern wir jetzt einfach mal den ganzen Matt ran, den wir da kriegen. So, das heißt, von dir kriegen wir Matt, ne? So, du machst Matt und ihr beide hier oben macht auch Matt. Soweit ich weiß. So. So. Hatten wir denn eine Matterei? So. Du machst matt. Ups. Du machst matt. So, Strommast. Daran. Warte mal. Ah, hilft einfach den umzustellen. Gut. Alles, was matt heißt, wird jetzt hier schon mal vermattelt. Ja, ist ja gut. Oh. So. Gut. Alles, was matt heißt, wird schon mal aufgebaut, ausgenommen, weggepackt. Heißt nicht mehr matt. So. Dann haben wir hier eine Kiste, wo wir es eigentlich lagern können. Warte mal, die können wir gleich doppelt so groß machen wie die anderen. Dann haben wir hier eine Kiste. Und hier eine Kiste. Ist gar nicht aus dem Salinenmortar, da kann er bestimmt was Schönes machen. Jetzt wollte ich die doppelt so groß machen wie die anderen, habe ich aber nicht. Naja, gut. Gut. So, also, hier ist jetzt ein bisschen Produktion und hier wird wahrscheinlich kontinuierlich ein bisschen was hergestellt. Und wir haben dann immer mal wieder ein bisschen mehr von diesen Faulgasen dort, die wir hier mit einspeisen und eventuell dadurch hier ein wenig mehr Schwefel bekommen. Ja. So der Plan, wie es denn laufen wird, werden wir sehen. So, dann werden wir den Schwefel erstmal zurückschmeißen in die Kiste hier, aber das hilft ja alles nichts. Wir scheinen ja noch ein anderes Problem haben, zu haben mit unserer Schwefelproduktion, weil die hier irgendwie... Nö, jetzt müsste eigentlich wieder genügend da sein. Okay, jetzt ist dann irgendwas anderes vollgelaufen. Wahrscheinlich das... der Mineral Sludge ist jetzt vollgelaufen. Okay, warte mal, dann werden wir hier, um zu... liebbereizenden Zwecken Petrochem Gastank. Oh. Ja, doof. Ein Gastank kannst du jetzt nicht für die Flüssigkeit nehmen. Das ist ja ein Gastank, ne? Also, wir wollen ja schon mal die Kirche im Dorf lassen, ne? Aber hier brauche ich ein paar Ziegelsteine für. Die habe ich gerade nicht da. Ja, machen wir so einen Inline-Tank hier. Den können wir schnell mal herstellen. Den stellen wir da einfach mal rein. Und dann wird dann nämlich ein bisschen Schwefelsäure mal einfach inline abgespeichert.
Kann man einfach hier unten eigentlich an die Kiste daran stellen, scheißegal. So, wo ist er denn? Achso, er macht hier noch weiter die Dinger. So. Machen wir da weiter mit. Und dann haben wir hier noch einen Gastank. Wassertank, einen Inline-Tank, den wir einfach da mal anschließen, damit wir ein bisschen Schwefelsäure mal auf Lager produzieren und eventuell dann auch nutzen können später. So. Gut, das hätten wir. Dann werden wir jetzt und bei Minute 20, das ist ja fast, als wenn es geplant gewesen wäre. In Minute 20 wollte ich nämlich die Solarpanels mir alle rausnehmen aus der Kiste, die wir da haben. Das werden ja jetzt nun doch schon leicht über 200 sein. Gehe ich jetzt mal ganz fest von aus. 115 weitere Solarpanels. Uiuiuiui. 1200 haben wir momentan. Das sind ja, also das ist ja uiuiui. Ja. Richtig viel mehr Leistung dann so. Die werden wir jetzt mal erstmal alle aufstellen. Oh, das wird knapp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, doch, kriegen wir hin. Das kriegen wir. Das ist aber fast voll hier, ne? Wieder. Gut, da greift der Größenwahn um sich, aber so groß gibt es ja ein Factorio nicht. Das haben wir ja ganz am Anfang mal gelernt, ne? Da waren wir ja alle ganz mit dabei und haben gelernt, bei Factorio, wenn man das spielt, so groß gibt es nicht. Es gibt auch nie zu viel. Es gibt immer nur zu wenig. Zu wenig und zu klein. Krankheiten von Factorio. Keine Ahnung, wo das immer herkommt, aber... Das ist wie in... Seven Days to Die, man kann nie genug Federn haben. Das geht einfach nicht. So... Ich glaube, ich habe noch nie irgendwie 200 Solarpaneele auf dem Schlag mal irgendwann gehabt zum Aufsetzen. Also wenn denn wirklich, also ganz, ganz spät im Spiel. Eine Fresse. Nicht schlecht. Bin ja wie ein bisschen begeistert, wie gesagt. So, runter damit. Und 16 Stück, genau nochmal halb hoch. Super, sehr schön. Das sieht echt toll aus, ne? Also unser Solararray. Aber kann ich das eigentlich auf der Map komplett so mal als Bild haben? Ich würde sagen, Solararray zu groß gibt's nicht. So, hat 3 Minuten gedauert. Das Aufbauen, sehr schön. Dann werden wir jetzt so noch die kleinen süßen anderen Dinger aufbauen, damit wir hier noch ein bisschen mehr Leistung reinkriegen. Oho, da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich schon drauf, wenn ich die alle nochmal austausche durch die besseren. Ah, das wird auch nicht mehr lange dauern. Das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. 5 mittelgroße Strommasten, aber ich glaube, ich kriege die, na doch, die könnten alle da oben hinpassen. So, hier mal ein 50er Stack. Oh, 103 haben wir davon auch schon. Und 14 sind noch in der Mache. Oh, das ist auch gar nicht zu verachten, was jetzt hier an... Was wir in der Folge aufgebaut haben, um... Doch recht viel... Also, man muss schon sagen, also Rohstoffe scheinen eigentlich ja immer ausreichend vorhanden zu sein, dass wir uns solche Eskabaren leisten können, wo wir jetzt wirklich dann aber wirklich elendig viel Rohstoffe jetzt hier reingebuttert haben. Alleine was die gekostet haben, aber das hat alles automatisch funktioniert. Sehr gut. So, alleine unsere... Fast 500 von denen, aber guck mal, das ist fast alles voll. Also wir sind über die Nacht ganz gut gekommen. Und es ist schon, ja, es ist schon eine Ansage. Also muss man sagen, es ist schon eine Ansage, was wir hier gebaut haben. Das ist schon, gefällt mir. Gut, dann werden wir heute mal bei der 25-Minuten-Folge bleiben.
Hoffe, ihr seid nicht traurig und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir werden dann morgen weitermachen mit... Ja, ich weiß nicht, womit machen wir noch weiter? Mit noch mehr Schwefelproduktion oder für die Schwefelproduktion was herstellen? Nicht, dass da wirklich mal irgendwann ein richtig massives Problem... Ja, da wird ein massives Problem auftreten. Na gut, später machen wir ja auch noch dieses ganzen Waschungen, ne? Also wenn wir dann die anderen Erze alle machen, dann kriegen wir, da kommen wir da vielleicht noch ein bisschen an Schwefel. Ach, es werden noch welche produziert. Naja, wir werden sehen. Gut, das war eine Folge Faktore hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder hier ein wenig bauen, basteln und ich glaube, da schließe ich mal einfach an den Strom hier oben gerade mal schnell. Das sieht so aus, als wenn da Rohstoffe drin sind, die man noch durchaus einmal durchgeben kann. So, da kann noch ein bisschen was mitgearbeitet werden. Ja, das ist der falsche. So. Da kann durchaus auch richtig gearbeitet werden, damit ein bisschen Kupfer wieder ins System kommt. Dann müssen wir hier mal auch... Na gut, das Kupferband wird eh nach da verschoben dann. Naja. Gut. Haben wir denn genügend von den Rüttlern eigentlich? Ja, da haben wir genügend von. Achso, da waren wir ja eigentlich stehen geblieben. Wir wollten auch so... Sporting Facilities machen, ne? MK2. Da braucht man diese Claybricks für. Ah, alles klar, okay. Jetzt weiß ich wieder, wo wir stehen geblieben sind. Alles klar, dann machen wir dann weiter morgen. Bis denn. Tschüss.